Hallo zusammen, in diesem Video geht es um das Thema Zugteilung und dabei erkläre ich euch, was eine Zugteilung überhaupt ist und was man dabei beachten sollte. Zunächst einmal klären wir, was eine Zugteilung überhaupt ist und dafür habe ich euch ein kleines Beispiel mitgebracht. Und zwar steigen wir in Adorf in einen Zug, der aus zwei verschiedenen Zugteilen besteht und fahren mit diesem über Behausen nach Zehdorf. Dort findet dann eine Zugteilung statt und der vordere Zugteil fährt weiter nach D-Stadt, während der hintere Zugteil nach Eburg fährt. Wenn wir jetzt nach Behausen oder Zehdorf wollen, ist die Zugteilung für uns nicht weiter von Relevanz. Wenn wir dagegen nach D-Stadt wollen, wäre es von Vorteil, im vorderen Zugteil zu sein, und wenn wir nach Eburg fahren möchten, dann sollten wir uns im hinteren Zugteil befinden. Deswegen ist es sinnvoll, wenn wir bereits beim Einsteigen in den Zug darauf achten, dass wir uns im richtigen Zugteil befinden. Dabei helfen tun uns die Zugzielanzeiger außen am Bahnsteig sowie im Zug. Außerdem wird am Bahnsteig an den Informationstafeln sowie bei den Durchsagen und im Fahrplan auf die Zugteilung hingewiesen. Man muss auch keine Panik bekommen, wenn man sich im falschen Zugteil befindet. Man kann dann einfach im Zugteil bleiben bis zum Bahnhof, an dem die Zugteilung stattfindet. Vor dem Bahnhof gibt es dann auch nochmal eine ausführliche Ansage, wohin die entsprechenden Zugteile fahren und in welchem Zugteil man sich befindet. Auch besteht dann an diesem Bahnhof genügend Zeit, dass man vom einen in den anderen Zugteil umsteigen kann. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video weiterhelfen. Wenn ja, würde ich mich sehr über ein Like freuen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, auf Wiedersehen.